We will make Jena great again. From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only ukulele first. Ukulele first. Herzlich willkommen zur ersten Stunde auf der Ukulele. Ja, irgendwas hat mich hier geritten, aber das ist die Losung, Drake, und drunter machen wir es nicht mehr. Leute, es ist relativ einfach, was ich gemacht habe, und damit steigen wir heute ein. Ihr lernt zwei Akkorde, nämlich D-Moll und A-Moll. Wir beginnen mit D-Moll, den man folgendermaßen greift. Ihr seht jetzt gleich mit einem Screenshot die Finger, wie sie gesetzt werden. Wie liest man diese Tabelle, ist die erste Frage. Und zwar ist es immer so notiert, wie wenn ich quasi oben auf mein Griffbrett schaue. Also quasi ist es immer so, sind dann die Finger notiert. Also wenn hier sagen D2 steht, bedeutet es, dass hier der Mittelfinger abgesetzt wird. 2 Mittelfinger, 1 Zeigefinger, 3 Ringfinger, 4 kleine Finger. Für D-Moll, wie ihr seht, brauchen wir nur die 3 Finger. Kleiner Pause. Und die setze ich auf. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, die ersten Schritte wirklich ganz langsam zu gehen und sich an die richtigen zu gewöhnen. Wir beginnen mit dem Daumen. Der wird flach hinten aufgelegt. Und dann kommen die Finger rum auf das Griffbrett und setzen möglichst senkrecht auf die Saiten auf. Also die Fingerkuppen drücken auf die Saiten, und zwar wirklich so punktuell, weil wenn ich auf die Fingerkuppe mich konzentriere, dann kann ich am besten die Kraft auf die Saite bringen und kann am besten runterdrücken. Also noch einmal, Daumen flach, Hände rum. Hier ist ein bisschen Luft. Ja? Die Hand kommt rum und geht senkrecht auf die Saiten drauf. Wenn ihr es euch genau anschaut, habe ich hier den Mittelfinger, drunter der Ringfinger, das ist ein ziemliches Gewurschtel erstmal. Und dann kommt am ersten Bund, das nennt man den ersten Bund, der Zeigefinger. Und das probiert ihr jetzt mal in aller Ruhe aus, diesen Akkord zu greifen. Und wenn ihr es habt, die rechte Hand kümmert uns heute noch nicht, spielt einfach mal irgendwie mit der rechten Hand runter und schaut mal, ob es schon gut klingt. Und das müsst ihr einmal ein bisschen sagen, mit den Fingern einfach trainieren, Finger wieder weglegen und dann wieder aufbauen. Denkt wieder dran, nicht irgendwie so ein Holzprügel, also irgendwie so nehmen und dann losspielen. Das ist ein Musikinstrument, seid also vorsichtig. Ihr nehmt den Daumen flach, Hände rum. Hier ist sozusagen so eine Rundung und dann kommen die Finger drauf. Und ein häufiger Fehler ist beispielsweise, dann wird gegriffen und dann klingt das so. Was ist der Fehler? Hört erstmal die Finger an, sie sind sehr flach. Sie müssen also senkrecht kommen. Das muss man erstmal trainieren. Man muss es im wahrsten Sinne des Wortes begreifen, dass man weiß, wie die Finger zu führen sind. Das ist vielleicht eine ganz ungewohnte Bewegung, die ihr noch nie gemacht habt. Deswegen nehmt euch da einfach Zeit. Das ist so quasi ausschaut wie jetzt quasi mit meiner Hand. Daumen nicht zu sehr nach oben. Daumen hier runter. Da habe ich hier eine schöne Runde und hier ist ein bisschen Luft. Und dann kann ich spielen. Das trainiert einfach ein paar Mal in der Nähe. Das versucht ihr jetzt mal. Und wenn es so klingt, ist auch schon sehr gut. Stückchenweise aufrichten. Und das Gute bei der Ukulele, es werden immer alle vier Saiten gestimmt. Gespielt. Der zweite Akkord ist A-Moll. Schaut euch den mal im Screenshot an. Und da seht ihr, dass nur der Mittelfinger, also die 2, verwendet wird. Und jetzt müsst ihr wissen oder könnt ihr euch merken, Ukulele-Spieler sind immer faule Menschen. Die machen möglichst wenig Bewegungen. Und wenn ihr euch das anguckt, kann ich als zweiten Akkord A-Moll und kann ich die 2 Finger wegnehmen. Der bleibt aber gleich liegen. Also ich mache es mal ganz langsam vor. D-Moll. Dann nehme ich es weg. Und das ist die Aufgabe für heute. Diesen Akkordwechsel D-Moll A-Moll hinzubekommen.
Und dann fangt ihr einfach mal an zu spielen. Rechte Hand lasst ihr einfach laufen, die kümmert uns heute nicht, sondern nur die linke Hand. Und ihr achtet bitte immer wieder auf die Haltung. Wenn ihr euch das jetzt richtig angewöhnt, habt ihr später keine Probleme. Wenn ihr jetzt anfangt, so zu machen und dann sage ich in 3 Wochen, vielleicht mal umlernen, ist es viel schwieriger, wenn ihr gleich solide anfangt. Glaubt ihr das? Also. Und wenn ihr das eine Weile gemacht habt und schon einigermaßen sicher seid, dann holt ihr euer Cellphone und sucht mal im Netz von Billie Eilish Hotline Bling. Und drückt dann einfach mal auf Start. Genau dieses Lied, Billie Eilish hat das selbst mit Ukulele gespielt, das ist großartig, spielt immer nur diese beiden Akkorde. Und ich bitte gleich die Ohren einzusetzen. Hört mal zu. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Wann der Wechsel ist zwischen D-Moll, diesem ersten Akkord, und A-Moll. Das hört sich ziemlich gut an und hört sich auch gut. Und das ist die Aufgabe für heute. D-Moll, A-Moll und dann zusammen mit Billie Eilish spielen. Jetzt gibt es aber noch einen kleinen Zusatz. Heute um 18 Uhr hat die Bürgerstiftung aufgerufen für ein Musizieren auf dem Balkon. Da sollen Lieder gesungen werden. Und ich schlage vor, ihr geht mit eurer Ukulele auf euren Balkon und spielt diese beiden Akkorde. Es soll irgendwie im März der Bauer, das passt mit diesen beiden Akkorden nicht so wirklich gut, aber egal. Ihr geht auf den Balkon, ihr singt die Lieder mit und macht sozusagen auch die beiden Akkorde. Spielt einfach mal D-Moll und A-Moll in das Jenaer Land. Und wenn ihr am Nachbarbalkon feststellt, dass sie noch gar keine Ukulele haben, dann sagt ihm, we will make Jena great again. Ukulele first. Aloha.